Hallo Leute, willkommen zurück bei Depth. Eine neue Folge, neues Glück würde ich mal sagen. Ich werde als Hai spielen, denn ich habe gerade mal explizit angegeben, dass ich als Hai spielen möchte. Warum das? Ganz einfach. Oh, hier sind schon wieder zwei Leute, die sich kennen. Das ist natürlich böse. In den Kommentaren wurde schon gesagt, Grants, spiel doch mal den weißen Hai. Und das werde ich jetzt machen, auch wenn ich eigentlich wirklich den Marco Hai halt wirklich als Favoriten jetzt sozusagen schon ins Herz geschlossen habe. Aber, naja, gut. Ich werde jetzt einfach mal den weißen Hai spielen und euch den auch nochmal zeigen. Der hält halt enorm viel aus, ist dafür halt ein bisschen langsamer, hat nicht so viel Ausdauer. Das ist aber in meinen Augen halt ein großer Nachteil eigentlich von dem weißen Hai. Denn ihr habt ja selbst gesehen, der Marco Hai, der wird ja fast gar nicht mehr getroffen. Wir nehmen den weißen, Kampf erprobt, dann bin ich auch schon bereit. Und, mein Companiero nimmt scheinbar auch den weißen Hai. Oh, okay. Na gut, dann bin ich mal... Ne, er nimmt den Marco. Okay, sauber. Ja, wäre auch ein bisschen ärgerlich, wenn er jetzt ebenfalls den Weißen genommen hätte. Das wäre ziemlich schwer geworden. Ich bin gespannt, was diese Anarchie-Leute da schaffen. Ob die irgendwas drauf haben. Ich hoffe einfach mal, dass sie nichts drauf haben. So, der Spaß beginnt schon. Ich werde an diesem Level natürlich wieder probieren, am Anfang irgendwie jemanden wegzusnacken, der ein bisschen abseits ist vom Schuss. Obwohl das eigentlich eher die Aufgabe von Marco Hai ist, weil der halt die Mobilität dafür hat. Ich bin da doch eher ein bisschen lahmarschig unterwegs als Weißer. Also das ist schon so mein Maximum Speed, was ich hier rausholen kann. Und ihr seht ja selbst, wie schnell meine Ausdauer halt weg ist. Das ist echt... Muss man ein bisschen haushalten. Okay, den letzten würde ich mir gerne snacken. Ah, shit. Muss ich hier noch durch... So. Naja, das hat schon mal nicht geklappt. Ah, das ist ärgerlich. Na gut, na gut, na gut. Wieder Einstieg. In diesem Level bin ich mir immer noch nicht ganz so sicher, wo die alternative Route lang geht hier. Ich weiß, dass ich auch von links nämlich in dieses Gewölbe rein kann. Das gefällt mir tendenziell sogar ein bisschen besser, muss ich sagen. Ne, jetzt bin ich über denen. Hier wollte ich ja gar nicht hin eigentlich. Ach du heilige Scheißwurst. So, mein Gespür sagt mir, dass ich den hier eigentlich ohne Probleme weggesnackt kriegen müsste. Das hat schon mal gut geklappt. Und jetzt seht ihr, ich habe noch sehr viel Health. So, pass auf. Den da. Oh, raus, raus, raus. Oh mein... Companiero ist auch mit drin. Ah, okay. Zwei Leute gekillt, oder? Nee, ich hab den nicht mehr... Oh, shit. Der kann aber nicht mehr viel haben. Jetzt ist natürlich die Frage... Das Health-Ding wäre nicht schlecht. Munition, Peilsender, Wiedereinstieg. Nee, ich behalte erstmal das hier. Guck mal, ich brauche nur einmal so machen, da ist meine halbe... Meine halbe Ausdauer schon weg. Das ist echt böse. Nach dem Respawn Ausdauerboost zu kriegen, wäre wahrscheinlich auch noch eine gute Möglichkeit. Komm. Ah, Mist. Den zweiten hätte ich auch noch mitnehmen müssen. Ja, weißer Hai ist schwierig in meinen Augen. Das hier lohnt sich fast gar nicht als weißer Hai. Ich warte noch auf die Health Regeneration. Boosten wir das, was wir sowieso schon gut können, halt noch ein bisschen weiter. So. Ich würde... Ach, guck mal, der da. Ja, den haben wir. Sehr schön. Damit habe ich jetzt auf jeden Fall schon mal die Lebensenergie-Regeneration am Start in der nächsten Runde. Hallo, 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 hallo. Oh, okay. Habe ich aber schon kommen sehen, dass ich da sterbe. Momentan ausgeglichen mit den Reinforcements. Schmerzunterdrückung oder der Blutrausch? Ausdauerregeneration stark erhöht. Das macht, glaube ich, das ergibt, glaube ich, wirklich am meisten Sinn als weißer Hai. Da ist einer ganz allein. Den würde ich mir gerne schnappen. Hallo! Ah, komm schon, schnapp ihn dir. Danke, immerhin. So, jetzt bekomme ich meine Ausdauerregeneration, was auf jeden Fall sehr wichtig ist als Weißer.
Genau auf ihn zu und dann abgeknallt worden. Direkt wieder Einstieg. Und die kommen jetzt schon in Gefilde, wo wir jetzt es ein bisschen schwieriger haben werden. Denn die kommen in kleine Räume. Das ist natürlich ein Vorteil für die. So, warte. Und komm, ein... Ah, fuck! Ich glaube, ich habe Steve aus Versehen noch getroffen. Niemanden erwischt, das ist ärgerlich. Nee, komm. Braucht das Dingens, brauche ich noch nicht mit den Waffen. Ja, weißer Hai ist schwer. Vor allem, wenn du dem Marco-Hai halt gewöhnt bist. So, warte mal, jetzt sind da... Hier sind doch gerade zwei alleine, ne? Komm! Schnapp dir den zwei Nano, Mist! Okay, hat nicht geklappt. Aber wir machen keine gute Runde momentan. Wir haben weniger Reinforcements, das ist auf jeden Fall schon mal immer sehr schlecht. Ich nehme mal die scharfen Flossen. Weniger Reinforcements zu haben, ist schon mal prinzipiell schlecht. Naja, gut, was willst du machen? So. Wollen wir mal eben Steve anrempeln. Und, oh, guck mal, ich habe noch nicht mal, das ist echt, ich habe noch nicht mal genug für einen zweiten Schadstand gehabt. Ja, der weiße Hai, das ist nicht so meins. Aber für euch, Leute, für euch verliere ich halt auch gerne mal eine Hai-Runde, ne? So ist es ja nicht. So. Jetzt haben die hier schon so ein dreckiges Sonar. Wow, ja, das ist echt krass. Ha, das ist echt krass. Beide Haie haben sie gekriegt. Das ist nicht gut, was wir hier machen. Haben wir schon über die Hälfte der Strecke zurückgelegt und die haben noch sehr viele Reinforcements, also ich bleib dabei. Der Marco-Hai, der ist einfach geiler. Boah, ne, ich treffe gar nichts mit dem Weißen, leider. Ich bin da dem Marco-Hai gewöhnt inzwischen. Schade. Aber wir haben immerhin den Weißen Hai auch nochmal hier im Let's Play gesehen. Das ist ja auch schon mal was wert. Zack, da haben wir einen. Oh, endlich mal ein Trade, wo ich zwei Leute gekriegt habe. Wow, ich bin stolz auf mich. Naja, nicht wirklich. Oh Gott, habe ich... Ja, ich hatte einen Peilsender wahrscheinlich dran, oder? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Wird mir ja immer angezeigt, wenn ich einen Peilsender habe. Health Boost? Nee. Ich versuche noch mal ein bisschen zu warten. Aber wir haben keine... Ich glaube nicht, dass wir noch eine Chance haben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da ist einer. Oh, guck dir das an. Den triffst du nicht. Und schon. Ich muss mir eine Robbe holen. Das bringt alles nichts. Wenn ich jetzt reingehe, dann sterbe ich auf jeden Fall. So, da hinten sind Robben. Kostet mir jetzt natürlich auch wieder unnötig Zeit, ne? Aber was willst du machen? Als weißer Hai? Komm schon. Ja. Wollt ihr mich verarschen, Robben? Wollen halt auch nicht sterben, ne? So, hier unter sind die Taucher. Da vorne ist einer ganz allein. Wenn ich den irgendwie kriegen könnte. Na, sind schon wieder alle recht nah beisammen hier. Und, moin. Ich muss eigentlich jetzt mich wieder heilen. Es hilft ja alles nichts. Wenn ich jetzt reingehe, bin ich tot. Das kostet einfach so immens viel Zeit. Wo sind die dreckigen Robben? Hinten alle, oder was? Ja. Komm schon. Ah! Kannst du mir nicht erlauben, dass ich jetzt zu viele Reinforcements verschwende? Auch wenn wir eigentlich, behaupte ich jetzt einfach mal, so gut wie gar keine Chance mehr haben. Ach, hier unter sind die, okay. So, passt auf. Den da hinten würde ich mir gerne schnappen, der da... Oh Gott. Ja, nee, das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr. Der weiße Hai, der ist mir einfach ein bisschen zu behäbig. Ich werde jetzt nochmal den mächtigen Schwanz nehmen, um vielleicht eine Chance zu haben. Oh geil, guck mal, ich habe gerade... Das ist ja lustig. Wir sind jetzt gleich schon am Ende, also...
Müssen Steve nur noch zum Dingens begleiten. Ah, komm. Das ist nicht wahr. Guck mal, ich hab keine Ausdauer mehr. Ich kann noch nicht mal abhauen, richtig. Bin so gut wie tot, also, ja. Kann ich vergessen. Ich kann noch einmal Steve rammen. Obwohl, warte mal, hier über mir war gerade eine Robbe. Sollte ich mir holen. Wenn ich die bekomme. Ah, ich habe das Movement von Marco jetzt einfach schon so drin. Ist auch gar nicht mal so verkehrt eigentlich. Schwache Runde. Ich hoffe, das hat die Leute jetzt hier nicht zu sehr gelangweilt, das Spiel. Einer war doch hier gerade allein, oder nicht? Nee. Alle vier beisammen. Na, shit. Das hat nichts mehr gebracht. Das hat nichts mehr gebracht. Schade. Na gut. Na gut. Ich nehme nochmal die Waffendingens. Haben eh gleich verloren. Steve ist gleich schon an seinem Bestimmungsort. So, ich habe ihn nochmal gerammt. So, schnell weg hier. Ich habe einen Peilsender. Das heißt, der Typ wird mich jagen. Habe ich mir schon gedacht. Aber Steve ist gleich im Boot. Steve ist gleich im Boot. Wenn wir jetzt Steve nicht die ganze Zeit rammen, dann ist das der Sieg für die Menschen. Oh, shit. Volle Kanne daneben. Nee. Das wird nix. Das wird nix. Die Runde war für den Popo, möchte ich mal behaupten. Aber gut. Egal. Egal. Lade ich noch eine zweite Folge hoch. Hey, Steve. Lass das. In die Mine noch reingeschwommen. Ja, also das Team von den Menschen war jetzt nicht so gut, behaupte ich einfach mal. Auch mal, wenn wir so schauen. Guck mal hier, die haben sehr wenig Geld eigentlich eingesammelt. Und das lag halt wirklich daran, dass wir Haie nicht gut gespielt haben. Vielleicht hätten wir bessere Chancen gehabt, wenn wir mit dem Marco Hai gespielt hätten. Aber hätte, hätte Fahrradkette. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß mit diesem Part. Ich denke mal, der ein oder andere auf jeden Fall, denn ich habe viele Kommentare bekommen. Ey, Grants, spiel mal mit dem weißen Hai. Das habe ich jetzt gemacht und ja, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr vom weißen Hai haltet oder ob ich den weißen Hai vielleicht auch einfach nur schlecht spiele. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Runde von Depth wieder, wenn ihr mögt. Ich würde mich freuen und es wird demnächst sogar wieder von Troubletown ein paar Depth-Folgen geben. Also, seid gespannt, freut euch drauf. Haut rein.